Hi Leute und herzlich willkommen zu meinem Video, wie ihr euren eigenen Minecraft-Block mit dem Minecraft-Coder-Pack machen könnt. Zuerst gehen wir dafür wieder in unseren Minecraft-Coder-Pack-Ordner und für die nächsten Schritte brauchen wir jetzt das Notepad++. Das werde ich auch noch in die Videobeschreibung stellen. Ihr könnt auch einfach bei Google suchen. Dann gehen wir in unseren MCP-Ordner auf src minecraft net minecraft src, öffnen block.java mit dem Notepad++, sind dann am Anfang ganz hier oben und müssen hier bis zu 700 runter, bis hier diese ganzen Public Static Final kommen. Dann müssen wir hier unter dem letzten Public Static Final noch einen einfügen, Public Static Final Block, weil wir einen Block machen und dann einen Namen. Ich mache einen Plastik Erz. Und ja, Public steht dafür, dass er von allen geöffnet werden kann, benutzt werden kann, Static, dass er überhaupt benutzt werden kann und Final dafür, dass er fertig ist, der Block. Ja, dadurch ist jetzt dieser Block noch nicht erschaffen, nicht wirklich. Das Semikolon müsst ihr immer am Ende machen, von jeder Kommandozeile beim Minecraft-Modden. Dann müssen wir hier runter gehen. Und unter hier, wieder unter dem letzten, was auch da oben das letzte war, hinschreiben, Plastik, Erz, halt der Name, den wir uns gerade ausgedacht haben. Dann Leerzeichen, gleich, Leerzeichen, Klammer auf, New, Leerzeichen, Block. Jetzt können wir auch groß schreiben am Anfang, Plastik, Erz, Klammer auf, dann müssen wir uns eine ID ausdenken. Ich nehme jetzt 111. Komma, jetzt müssen wir eine Textur uns aussuchen, wie man die selber macht und wie man da auch dazu kommt, welche man auswählt, werde ich nochmal in einem extra Tutorial zeigen. Ich nehme jetzt 33, die Textur von Eisenerz, jetzt Klammer zu und nochmal eine Klammer zu, jetzt Punkt, Set, Block, Name, Klammer auf, Anführungsstriche, jetzt müssen wir einen Namen eingeben. Plastik, Erz. Der Name ist der Name, zu dem wir auch noch gleich kommen. Der Name hier muss nämlich mit einem anderen Namen übereinstimmen und der Name muss mit dem Namen, wenn man etwas droppt, übereinstimmen. Und auch, wenn man auswählt beim Craften, aber das zeige ich gleich. Dann Punkt, Set, Light, Value. Wie stark der Block leuchtet oder ob er überhaupt leuchtet. Wenn man das weglässt, dann leuchtet der Block nicht. Ich mache jetzt einen ziemlich stark leuchtenden 1.0. Ich glaube, das ist das höchste, was geht. Dann Punkt Set Hardness. Klammer auf. Da ist, glaube ich, 10 das höchste oder 5. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich mache jetzt auch wieder einen ziemlich weichen Block. 0.1f. Klammer zu. Punkt Set Step Sound Klammer auf, das ist halt der Sound beim Abbauen und beim Drüberlaufen. Die verschiedenen Sounds, die es gibt, findet man hier. Und ich nehme jetzt Gravel Sound, Steuerung C kopieren, Steuerung V einfügen, Klammer zu. Und mehr müssen wir nicht einstellen oder mehr. Doch, man kann auch die Resistenz gegen die Resistenz, wie resistent das gegen TNT ist, einstellen, aber das mache ich nicht. Dann machen wir ein Semikolon wieder am Ende und können das speichern. Speichern. So, dann können wir schließen. Und jetzt müssen wir den Block selber eigentlich noch richtig erstellen, also die noch ein paar weitere Einstellungen. Dazu müssen wir eine Datei erstellen. Block, also eine Java-Datei, die muss Block, Block und dann halt der Name. Ich kopiere jetzt einfach von Stein die Datei. Hier Block Stone, Address Notepad +++. Ah ne, warte, erstmal umbenennen. Ja. Hier, wenn man das hier ändert, das Rock in Ground, dann. Wenn man das Rock and Ground ändert, dann baut man das mit Schaufel ab. Wenn da Rock steht, dann baut man das mit Spitzhacke ab.
Und ich muss das noch mal abschließen, wenn das nicht so lang laden würde. Ja, umbenennen erstmal in Block Plastik Erz. Der Name muss nämlich mit dem Namen, den ihr gerade bei Block.java eingegeben habt, übereinstimmen. Bei Name. Ja, dann Edit with Notepad +++. Und das lädt wieder so lange. Hier, wie gesagt, also hier den Namen Stone, den müssen wir jetzt ändern in Plastikerz, hier den auch. Hier Cobblestone müssen wir auch ändern, Plastikerz. Da müssen wir aber den Anfangsbuchstaben wieder klein schreiben. Hier bei Material.rock, wenn wir das Rock in Ground ändern, habe ich, wie gesagt, wird das halt mit der Schaufel abgebaut, so wird das mit der Spitzhacke abgebaut. Ich weiß gar nicht, was man für Holz braucht. Ich glaube Wood oder sowas. Oder Forest. Ja, schön. Ach, ist das schön, wenn das so lang wird. Ja, jetzt fertig. Hier. Plastik. Erz. Plastik. Erz. Und hier Plastikerz, aber also weil ich will, dass man da wieder Plastikerz rauskommt, Rock. Plastik. Erz, hier muss man aber wieder den anderen, den kleingeschriebenen am Anfang Namen nehmen. Und hier Rock, wenn ich das jetzt in Ground ändere, dann wird das halt mit der Schaufel abgebaut. Wenn ich das in Wood ändere, wird das mit der Dings mit Hacke abgebaut. So, dann können wir das jetzt speichern. Schließen. Und jetzt haben wir zwar den Block, aber können ihn noch nicht benutzen. Und er kommt auch nicht natürlich irgendwie vor. Deswegen müssen wir in den Crafting Manager gehen. Edit with Notepad +++. Wie lange nehme ich schon auf? Ah, habe ich noch gut Zeit. Dann müssen wir hier Add Recipe, also ein neues Rezept. Klammer auf. New Item Stack. Klammer auf. Block, weil wir einen Block haben. Punkt. Plastikerz, hier wieder den kleingeschriebenen Namen. Dann Komma, Leerzeichen und dann mache ich 8 und das ist die Anzahl, die man pro Craften kriegt. Also zum Beispiel, also wenn ich jetzt, ich will das so machen, dass man, dass in der Mitte ein Dirt sein soll und außenrum Cobblestone, dann bekommt man mein Plastikerz und man bekommt immer 8, wenn man das einmal, also wenn man 8 Kabel, also ein Kabel überall hinlegt und ein Dirt, bekommt man halt 8 Stück. So, dann Komma. New Object, eckige Klammer auf und wieder zu, Leertaste, Leerzeichen, diese kräuselige Klammer auf, nächste Zeile, bis hier hingehen, wo auch das hier ist, dann Anführungsstriche, Raute, 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 ich mache das mal kurz, erkläre danach, was das bedeutet. So, hier, das ist die obere Zeile in dem Crafting. Hier soll einmal hier Dirt, oben muss überall Dirt sein, in der Mitte muss Dirt, nee, andersrum. Hier oben muss überall Kabel sein, dann Kabel, Dirt, Kabel in der Mitte und unten wieder überall Kabel. Jetzt müssen wir noch festlegen, was das Raute bedeutet und was das X bedeutet. Dazu geben wir hier nach dem Komma Character.value of. Klammer auf, dann hier so ein Anführungsstrich, das, ein Anführungsstrich wieder, Klammer zu, Komma, Block, Punkt, Cobblestone, weil überall, wo jetzt hier ein Raute ist, soll Cobblestone hin, überall, wo das X ist, soll dorthin. Jetzt wieder Komma, oder ist das jetzt fertig? Ja, Komma, Character, Value, ja. Punkt Value of Klammer auf X Klammer zu Komma Block Punkt Dirt. So, jetzt wieder ein
Nein, kein Semikolon jetzt, sondern jetzt in die nächste Zeile gehen, hier hingehen, hier diese kräuselige Klammer zu, normale Klammer zu und ein Semikolon. So, jetzt können wir hier auch speichern und schließen. Jetzt müssen wir recompilen. Damit die Einstellung, was wir jetzt geändert haben, alles gespeichert wird. Ja, jetzt ist jetzt halt recompiled und auf Start Client können wir das jetzt testen. Ja. Ja, schön. Und jetzt startet er das. Singleplayer, create new world. Wie lange nehme ich schon auf? Gut. Ich kann ja keine Videos über 15 Minuten machen. Ach ja, genau, jetzt muss ich zu Fraps wechseln, weil das bei mir irgendwie immer so Probleme aufruft. Also bis gleich. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt schon hier mal ein bisschen Holz abgebaut. Und auch schon ein bisschen Steine und eine Spitzhacke gemacht. Und wir werden jetzt einfach mal unseren Block craften. Ich habe zwar jetzt nicht mehr genug Steine, deswegen müssen wir nochmal kurz in die Erde gehen und ein bisschen Stein abbauen. Ja. Ja, das macht immer Spaß. Vor allem mit einer Holzspitzhacke. Naja, jetzt haben wir genug Steine. Und können uns jetzt unseren Block craften. Wir haben das jetzt so eingestellt, dass in der Mitte ein Dirt sein muss und außen drum Cobblestone. Und es funktioniert. Wir haben 8 von unseren Blöcken. Jetzt ist hier zwar noch kein Name, aber das stellt man anders ein. Das werde ich auch noch zeigen. Und wenn ich ihn jetzt setze, der Sound von Gravel, auch wenn ich jetzt drüber laufe. Wenn ich ihn mit der Hand abbaue, dann, also er geht zwar schnell abzubauen, aber ich droppe nichts, weil ich halt Rock eingestellt habe, also dass man dann mit der Spitzhacke abbauen muss. Wenn ich mit der Spitzhacke abbaue, dann droppe ich auch was. Ja. Ach ja, ich kann noch kurz zeigen, dass der Block auch leuchtet. Ja. So. Wie man sieht, es kommt kein Licht rein, aber es leuchtet hier drin trotzdem. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch helfen und damit sage ich tschö, bis zum nächsten Mal.